Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Ausgabe vom Indie-Update. Wundert euch nicht wegen dem Mikro, das stand gerade auf meinem Stativ darum, was jetzt hinter dem Monitor verschwinden wird, aber ich dachte mir, ich lasse es einfach jetzt hier derweil so hängen während der Aufnahme. Starten wir mit Slender The Arrival. Momentan konzentriert man sich ja auf die PC und die Mac-Fassung, die kennen wir ja, die haben wir schon gesehen und auch in der Beta schon getestet, bei Atmosphäre pur, ne? Wenn das Ganze fertig ist, also wenn die dann veröffentlicht werden und offiziell released werden, wird es dann auch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Konsolenversionen geben. Für Android wollen sie nur eine Version entwickeln, wenn man eine einzigartige Erfahrung erhalten kann. Also sie wollen es jetzt nicht 1:1 billig portieren, dass es halt dann auch so gibt, sondern sie wollen da was Besonderes draus machen. Entscheidungen dazu gibt es dann erst nach dem PC-Release, also da konzentrieren sie sich jetzt drauf und das wollen sie fertig machen. Und danach erfährt man jetzt, was sie draus machen. Release ist am 26. März 2013 und danach erfahren wir natürlich mehr, auf welchen Konsolen und Plattformen das Ganze noch erwarten wird. Thema Nummer 2, Minecraft für PlayStation weiterhin denkbar, Wii U-Version ist unwahrscheinlich. Man weiß momentan ja nicht, weil er hat ja gesagt, das habe ich ja schon vor 2 Wochen, glaube ich, mal erzählt, dass es ja einen Exklusivvertrag gibt, Microsoft. Aber es ist jetzt eben möglich, beziehungsweise es ist ja wahrscheinlich, dass es auch auf anderen Konsolen kommt. Man weiß eben nicht, ob sie PS3, PS Vita oder PlayStation 4 damit meinen. Die Umsetzung für Wii U ist sehr, sehr unwahrscheinlich und kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht kommen wird. Außerdem wird der Mehrspielermodus bei den Pocket-Versionen verbessert. Da gibt es dann dedizierte Server natürlich. Und da muss man dann eben keine Verbindungen mehr über die einzelnen Geräte der Spieler herstellen, sondern direkt über dedizierte Server. Thema Nummer 3 und damit heute das letzte Thema für heute. Ich habe heute nicht mehr für euch. Und zwar gibt es ein neues Humble Bundle, Nummer 5, glaube ich, genau, für Android. Beliebiger Preis für Mac und PC. Alle Games, wie ganz normal im Humble Bundle, sind für unabhängigen Entwicklern. Der Erlös kommt dem guten Zweck, dem Humble-Projekt und den Programmierern zugute. Dabei sind diesmal B-Day, Sat Ultra, Dynamite Check, Solar 2 und Night Sky HD. Und wer mehr als den Durchschnittspreis zahlt, bekommt Super Hexagon und Dungeon Defenders, was ich richtig genial finde. Dungeon Defenders eben mit dazu. Soundtracks sind ebenfalls kostenlos mit dabei und geht's einfach auf die Humble Bundle, der Name ist so genial. Humble Bundle Seite, schaut rein und zahlt, was ihr wollt. Zahlt einen Durchschnittspreis, mehr als einen Durchschnittspreis und ihr kommt Dungeon Defenders dazu, was sich auf jeden Fall lohnen wird. Und jetzt habe ich hier schön rechts den Schattenmann, der hat leider mit euch nicht gesprochen, weiß auch nicht, warum er es nicht gemacht hat. Aber dann wären wir fast auch schon durch. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich hier überhaupt in der Mitte hocke. Keine Ahnung, ob der Laptop, ja, der hockt, steht auch irgendwie da. Ja, ist ja wurscht. Dann wären wir schon wieder durch. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und für eure Geduld, dass ihr die Folge euch durch und reingezogen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Indie-Update wieder oder bei einem anderen Format. Ich bin soweit raus, wünsche noch einen restlichen schönen Donnerstag. Pfiat's euch, ciao und servus.